Hallo und herzlich willkommen bei Meppenmarkt dich. Heute haben wir eine Besucherin zu Gast, und zwar Frau Mensen. Hallo, Frau Mensen. Ja, hallo. Frau Mensen kommt von Menschendomizil und möchte mal etwas die Arbeit von Menschendomizil darstellen. Ja, das ist tatsächlich mein Anliegen. Und ein weiteres Anliegen ist natürlich die aktuelle Situation, die Corona-Krise. Und was macht das mit psychisch erkrankten Menschen? Also seit 2004 betreuen wir Menschen ambulant. Das heißt, wir fahren zu ihnen in deren Wohnung und kriegen natürlich auch mit, was in der Häuslichkeit passiert. Und wir machen das nicht nur in Meppen, sondern im gesamten Landkreis Emsland, angrenzend auch in der Grafschaft. Und wir hatten jetzt zu Beginn dieser Maßnahmen tatsächlich auch einen inneren Konflikt, denn es wurden verschiedene Einrichtungen geschlossen, die von den Menschen, die wir betreuen, auch besucht werden. Tagesklinik ist geschlossen, die Werkstätten sind geschlossen. Wir selber haben auch unsere Gruppenangebote eingestellt. Niedrigschwellige Angebote wie der offene Treff, Freizeitangebote und so weiter. Also viele wichtige Funktionen, Einrichtungen, die für einen psychisch erkrankten Menschen für Tagesstruktur sorgen, für soziale Begegnung und auch Entlastung wurden eingestampft. Und es kam natürlich auch die Frage auf, was machen wir jetzt? Okay. Und jetzt komme ich letztendlich auch zu meinem Anliegen. Ich finde, wir dürfen die psychiatrische Pflege oder wir müssen die psychiatrische Pflege und auch die Versorgung psychisch kranker Menschen gleichsetzen mit der somatischen Versorgung. Denn ein Mensch, der an Angst erkrankt ist, dem sieht man das vielleicht nicht so an wie jemand, der ein Bein gebrochen hat, aber der ist auch krank und der braucht eine Versorgung. Und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Und diesen Konflikt hatten wir. Ja. Okay. Ja. Und was haben Sie dann jetzt gemacht? Also im Zuge der Corona-Krise, haben Sie da irgendwas jetzt angeglichen? Ja, tatsächlich. Also eine für mich ungewohnte Situation. Ich nutze sonst die Nachricht nicht so sehr für mich, also weil ich merke, das drückt auch auf meine Stimmung, gerade an den Stellen, wo ich wenig verändern kann. Da musste ich mich jetzt mit beschäftigen, habe gemerkt, boah, das geht aufs Gemüt, aber es war wichtig, um entsprechende Informationen auch an Mitarbeitende weitergeben zu können. Und wir haben uns dafür entschieden, weiterzumachen. Das heißt, wir versorgen weiterhin Menschen zu Hause. Allerdings unter gewissen hygienischen Vorschriften, die das Robert-Koch-Institut ja auch rausgegeben hat. Ja. Und es ist nun nicht so einfach an hygienischen Mitteln zu kommen, wie Mundschutz. Aber an der Stelle mal ganz herzlichen Dank an Sandra, die uns wirklich ganz, ganz toll versorgt und näht und macht und tut. Das ist eine Mitarbeiterin von uns, die zwar krankgeschrieben war und trotzdem gesagt hat, ich versorge euch aber mit Mundschutzen, und die näht fleißig vor sich hin. Also das hat sie echt toll gemacht. Wir fragen natürlich unsere Klienten nach den somatischen Symptomen ab. Ne? Und wenn sich da irgendetwas zeigt, dann fahren wir auch nicht hin oder schicken den Menschen zum Arzt. Wir versuchen natürlich, die Kontakte insgesamt auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir halten den Abstand ein, so wie Sie und ich das jetzt auch gerade machen. Und wir versuchen, uns viel draußen aufzuhalten. Bei diesem Wetter haben wir ja nun auch Glück, dass wir das machen können. Auch telefonische Kontakte halten wir ab. Wobei das wirklich auch ein Ringen mit den Krankenkassen ist. Das ärgert mich an der Stelle auch wirklich. Die ihre Türen so verschlossen haben und uns aber in der psychiatrisch-häuslichen Krankenpflege erstmal gesagt haben, nee, ihr dürft keine Telefonkontakte abrechnen. Also, na gut. Ja, gut. Aber man hört auf jeden Fall heraus, dass Sie zur Sicherheit auch von den Menschen selber und auch von Ihren Mitarbeitern ja auch dementsprechend halt die Distanz auch halten und somit auch Ihre Arbeit weiterläuft. Ja. Was bringen Sie uns denn noch mit? Also ich habe gehört, also Sie haben noch ein paar Leute mitgebracht auch. Und was kommt denn da noch auf uns zu? Ja, ich habe gedacht, es ist ganz gut, wenn eine Mitarbeiterin selber berichtet, welche Rahmenbedingungen es eigentlich gibt für die psychiatrisch-häusliche Krankenpflege zum Beispiel, weil da wissen viele nicht von, dass es das gibt. Und
Wir fahren ja selber auch ohne Kittel und Werbung oder sowas los. Also von daher kriegt man das auch nicht so mit. Welche Rahmenbedingungen gibt es da eigentlich? Und dann haben wir eine, wie ich finde, ganz mutige Klientin dabei, die gesagt hat, okay, ich will mal davon erzählen, wie es mir durch diese Begleitung, durch diese Unterstützung ergangen ist. Und dann haben wir uns gedacht, wäre es ganz schön, nochmal auch einen Einblick in die Praxis zu bekommen. Und eine weitere Mitarbeiterin, das ist Frau Bruns, die wird nochmal so zwei kleine Übungen an die Hand geben. Ja. Da kann man dann auch spontan jetzt gerade mitmachen. Ah, okay. Ja, da freuen wir uns dann gleich drauf. Ja, gut. Gerne. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal gleich einfach die Übungen von der Frau Bruns an und werden mal schauen, was sie uns da mitgebracht hat. Hallo. Mein Name ist Rita Bruns. Ich arbeite auch in der ambulant-psychiatrischen Pflege beim Menschendomizil. Und es ist ja gerade heute so wichtig im Rahmen der Corona-Krise, dass wir ganz, ganz doll auf unsere Achtsamkeit achten. Gerade heute, wo wir ja sehr beschränkt worden sind und sehr wertvoll mit uns auch umgehen müssen, ist gerade die Pflege der Psyche absolut wichtig. Man darf nicht denken, dass nur die somatische Pflege wichtig ist, sondern eben auch die Pflege der Psyche. Und ich stelle mal heute zwei Möglichkeiten vor, damit wir uns selbst mehr in die Achtsamkeit bringen. Damit die negativen Gedanken nicht so viel Raum einnehmen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, witzigerweise, man nimmt ein rohes Ei und stellt es auf die Tischplatte. Und zwar, wichtig dabei ist ein rohes Ei und es ist die Möglichkeit besteht, und das Ei zum Stehen zu bringen. Das erfordert natürlich viel Zeit und es wird einige Male umkippen. Und die Idee dahinter ist, wir haben natürlich nicht immer die Möglichkeit im Leben, dass uns alles gelingt. Wir kippen auch mal um. Wir schaffen auch nicht alles. Und unsere negativen Gedanken nehmen auch mal Raum ein. Aber wenn wir diese negativen Gedanken ziehen lassen und dann denken, ja, aber es geht weiter. Wir schaffen das. Und genauso schafft man es auch, dieses Ei zum Stehen zu bekommen. Eine Probe ist es wert. Und als zweite Möglichkeit, gerade heute ist es ja auch mal wichtig, rauszugehen, in die Natur zu gehen. Zwar immer mit Abstand und mit Mundschutz bestenfalls, weil der Mundschutz schützt ja nicht uns dann, sondern eben den anderen. Mehr auf den anderen einzugehen. Und das fand ich heute besonders toll. Einmal, das stand heute Morgen in der Zeitung, es gibt ja Enzlandkiesel. Und eine Möglichkeit ist es, eben rauszugehen in die Natur und unsere Sinne zu aktivieren. Zum Beispiel, was nehme ich gerade wahr? Wie ist gerade das Gefühl auf der Haut? Was höre ich gerade das Knistern unter den Füßen? Oder was sehe ich gerade? Und wenn dann mal negative Gedanken kommen, einfach ziehen lassen. Oder versuchen, sie ziehen zu lassen und sich dann wieder fokussieren, zum Beispiel, wie ist der Baum gerade geordnet? Wie sind die Verästelungen? Wie sind die Verzweigungen? Möchte ich den Baum umarmen? Was höre ich gerade? Oder was sehe ich gerade? Sehe ich gerade einen Kiesel am Wegesrand, den ich mitnehmen kann zum Beispiel und zu Hause bemalen? Das ist doch super. Und dann kann man alleine nach draußen gehen wieder und diesen Kieselstein vielleicht einen aus dem Freundeskreis vor die Tür legen. Das wäre doch klasse. Also so gibt es immer so Kleinigkeiten, die man machen kann im Alltag. Und ich wünsche Ihnen eine gute, gute Zeit und dass Sie gut durch die Corona-Krise kommen. Bis dann.
Ja, jetzt haben wir gerade von Frau Bruns die zwei Achtsamkeitsübungen gesehen und danken auch dafür. Und jetzt würde ich dazu kommen, dass ich Frau Wester hier begrüße im Jam. Und zwar, hallo Frau Wester. Hallo. Sie sind in der ambulant psychiatrischen Pflege des Menschendomizil. Und was können Sie denn aus der Praxis erzählen? Die ambulant psychiatrische Pflege können Patienten, die eine psychiatrische Erkrankung haben, bei ihrem Facharzt oder aber halt auch von einem niedergelassenen Hausarzt bekommen. Ja. Wenn die vom Facharzt ausgestellt werden kann, dann kann die bis über 4 Monate gehen. Vom niedergelassenen Hausarzt erstmal nur bis zu 6 Wochen. Und dann folgt dann die weitere Verordnung über den Facharzt. Der Inhalt der ambulanten psychiatrischen Pflege lehnt sich halt daran, dass die Bedürfnisse der Patienten dann trainiert werden. Die Alltagsfähigkeiten werden trainiert. Soziale Isolation, die oftmals Patienten dann halt berichten, die werden wieder trainiert. Auch Begleitung zu Einkäufen, Behördengängen werden begleitet mit uns oftmals gemeinsam, weil viele Patienten das alleine nicht mehr hinbekommen. Aber auch weitere Hilfen werden in die Wege geleitet. Das heißt, viele Patienten sind dann nach den 4 Monaten gut zufrieden, besser zufrieden, sodass vielleicht auch gar kein Krankenhausaufenthalt mehr notwendig ist, was auch Ziel der ambulanten psychiatrischen Pflege ist. Und dann ist es so, dass die Patienten oftmals sehr gut im Anschluss alleine zurechtkommen. Wenn aber nicht, dann gucken wir halt schon, dass weitere Hilfen organisiert werden innerhalb dieser Zeit. Okay. Hat sich denn jetzt mit der Corona-Krise irgendwie bei Ihnen irgendwas bemerkbar gemacht, dass sich der Arbeitsalltag geändert hat oder dass viele Einrichtungen haben ja auch geschlossen und nehmen auch keine Personen mehr auf? Also hat sich da was bei Ihnen getan? Ja, schon sehr. Die Patienten, die sind halt sowieso durch ihre Erkrankung sehr isoliert oder oftmals isoliert unterwegs. Durch die Corona-Krise besteht bei denen ganz viel Angst, Unsicherheit. Und wir geben aber trotzdem den Patienten den Halt, weil wir den Kontakt zu den Patienten halten. Wir sind im Einzelsetting mit den Patienten im Termin, sodass wir den Kontakt immer zu zweit halten und somit auch den Abstand gut gewähren können, haben da natürlich auch Schutzvorkehrungen, die wir einhalten müssen, die wir auch sehr ernst nehmen. Aber der Patient hat auf jeden Fall einen Ansprechpartner in der Zeit und das ist halt mit das Wichtigste. Der fühlt sich nicht alleine und oftmals ist es dann so, wenn die schon mal ein Gespräch hatten an dem Tag oder jemanden wissen, anrufen zu können, dass die dann schon auch sehr erleichtert sind. Ah, okay. Ja. Sie haben auf jeden Fall auch noch jemanden mitgebracht. Genau, ich habe noch eine Patientin mitgebracht, die ich zurzeit in der ambulanten psychiatrischen Pflege versorge, die schon am Ende der ambulanten psychiatrischen Pflegelaufzeit angekommen ist. Ja. Die also schon auch erzählen kann, wie es ihr in der Zeit ergangen ist und natürlich auch jetzt noch mal kurz vielleicht erläutern darf, wie es auch in der aktuellen Corona-Zeit mit ihr oder wie es da zurzeit mit ihr steht. Ah, okay. Genau. Ja, schönen Dank. Dann danke ich Ihnen erstmal. Und dann würde ich jetzt mal gleich dann die Klientin reinbitten. Genau. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Wester. Also jetzt haben wir Frau Jung. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Frau Jung hier. Und Frau Jung ist selber Klientin vom Menschendomizil. Und mich würde jetzt interessieren, Frau Jung, Sie haben, welche Erwartungen hatten Sie denn vorher an die ambulant betreute Pflege? Also an erster Stelle stand eigentlich, dass ich nicht nochmal zurück ins Krankenhaus wollte. Dass mein Leben wieder Struktur bekommt, dass man mir dabei hilft. Ja, und dass jemand da ist in Notsituationen, wo man immer noch drauf zurückgreifen konnte oder kann. Okay. Und das haben Sie auch soweit auch in. Sie sind jetzt wie lange noch in der Pflege? Eine Woche noch. Eine Woche haben Sie noch. Das heißt, das Längste haben Sie schon durchlaufen und haben da auch selber. Ja, Veränderungen gemerkt jetzt? Auf jeden Fall. Ja. Ich bin selbstbewusster geworden. Also viele Sachen, wo ich vorher den Kopf in den Sand gesteckt hätte, nehme ich jetzt an.
Ja, also ich habe mehr Freude am Leben auch. Mhm. Ne? Das hatte ich vorher nämlich so gar nicht. Okay. Da ist so einiges, was passiert ist. Okay. Also wie ist es Ihnen mit der ambulant psychiatrischen Pflege insgesamt ergangen? Das ist ja ein Prozess auch gewesen. Also am Anfang waren Sie eher zurückhaltend. Ja, ich kannte das auch am Anfang überhaupt nicht. Ja. War total erstaunt, als man mir das dann angeboten hat. Ja, hat eine Weile gedauert, bis man dann auch warm wurde. Alles, ja. Ja. Aber jetzt haben Sie nur noch eine Woche diese Woche, Begleitung sozusagen und sind dann fertig. Ja, fertig. In Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen fertig, ja. Schade, dass es ausläuft, aber es ist halt nur eine gewisse Zeit, wo die Krankenkasse halt übernimmt. Okay. Ich würde es aber halt auch jedem empfehlen, der darauf... Okay. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Erfahrungswerte auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.